Hi und willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 2 Remake. So, raus mit uns an die frische Luft. Da ist ein Schalter. Ich werde ihn aktivieren. Ich finde es lustig, wenn da Zombies drauf wären. Irgendwie, weiß ich nicht, wenn die so da einfach schon rumstehen und warten, bis sie hochgefahren werden. Irgendwie fände ich das lustig. Ich weiß nicht warum. Ich bin ein einfacher Mann. Ich freue mich über einfache Dinge. Hallo, Zombie-Person. Du siehst dem allerersten Zombie aus Resident Evil aus dem ersten Teil ein bisschen ähnlich. Du bist mir sympathisch. I kill you last. I lied. Mein Gott, Herbert. Könntest du mal tot bleiben? Oh, ich dachte wirklich, du bist tot, Mensch. Aber jetzt ist er tot. So. Ich habe es geschafft, so leicht zu drücken, dass ich wirklich nur einen einzigen Schuss habe vorher. Es geht, wenn man wirklich nur ganz leicht tappt. Es muss aber wirklich so ein... Bump. Bump. Bump ist schon zu... Das ist schon zu viel. So, 2, 12, 8. 2, 12 und 8. Ich glaube, bei dem Safe hier wussten sie einfach nicht mehr, wo sie den Code noch verstecken sollen und haben gesagt, ja, dann schreiben wir ihn direkt an den Safe. Dann hat irgendwer gesagt, aber das macht gar keinen Sinn. Dann hat ein anderer gesagt, na, dann nehmen wir den Safe raus. Dann hat der gesagt, ne, aber dann wissen wir nicht, wo wir die Verbesserung für die Pistole hinlegen sollen. Dann haben sie gesagt, na gut, okay, dann schreiben wir den Code einfach an die Seite vom Safe. Macht zwar keinen Sinn, aber was täten wir sonst den ganzen Tag? Leons Notiz. Claire, wenn du es bis hierher geschafft hast, bist du fast aus der Stadt raus. Ich muss noch etwas erledigen, bevor ich hier weg kann. Aber falls ich es nicht schaffe, das war alles Umbrella schuld. Lass es die Öffentlichkeit wissen. Ich habe zwar keine Beweise, aber mein Wort wird denen schon genug sein, schätze ich mal. Leon. Außerdem bin ich mit der Seilbahn und Ada schon vorgefahren und habe sie irgendwie wieder zurückgeschickt oder so anscheinend. Keine Ahnung. Du musst sie aber trotzdem wieder neu reparieren. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Zeichnet Leon. Lieferschein. Außerdem werde ich nochmal gegen Mr. X als Endboss kämpfen, auch wenn er bei dir schon gestorben ist. Gezeichnet Leon. Folgender Artikel wurde an den bestellten Ort geliefert. Ein hitzebeständiger Tresor. Die Kombination des Tresors steht an der Seite. Gezeichnet Leon. So. Jetzt haben wir ein Upgrade für eine Waffe. Das ist cool. Was macht denn die eigentlich? Verstärktes Spezialzubehörbes Stahlrahmen. Ach so, ohne das Upgrade kann ich überhaupt keine... Aha, ohne das Upgrade kann die Waffe noch überhaupt keine Hochleistungsmunition abfeuern. So, so, das wusste ich nicht. Ich gehe mal zurück und grade mal die Waffe auf. Weil das Inventar schon so voll ist. Kann man mal kurz hier reinstolpern. So, wo bist du denn? Nein, falsch. Wo bist du denn? Da bist du. So, kombinieren. Yeah, fancy. Jetzt will ich kurz gucken, was da steht. Schnelllader, bla bla bla. Erlaubt der Waffe... Ah ja, wirklich. Das ist nur zum Hochleistungsmunition verschießen. Ich schätze, das ist cool. Also ich meine, gut, dass wir das endlich haben. Ich wusste nicht, dass wir das noch nicht hatten. Passt schon. Ah, jetzt nehme ich ein grünes Kraut aus der Box. Da 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 da. Da 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 da. Und jetzt lege ich dieses Kraut wieder zurück in die Box. Ich meine, das ist getrocknet und so, das hält bestimmt ewig. Erste-Hilfe-Spray habe ich, das habe ich, Munition habe ich, Defensivwaffen habe ich, die Kurbel habe ich. Es scheint so, als hätte ich alles. Dann los. Ich wünsche mir schon fast, dass Claire mal wieder Schaden kriegt.
Nur damit ich sie endlich mal heilen kann, ohne das Gefühl zu haben, ich verschwende Ressourcen. Ich weiß, wir haben wirklich genug Heilung. Aber kann man wirklich jemals genug Heilung haben? Kann man das? Wer weiß. Du Arschloch! Warte mal kurz. So, jetzt geht's wieder. Ja, ganz, ganz leicht nur. Ja, weil ein Schuss aus der MG ist nicht so viel wert. Da kann man gut testen, ob die noch leben. Aha. Verdammte Scheiße. Gut. Aber hier ist normalerweise noch ein dritter irgendwo. Ah. Interessant. Ist jetzt tot. Ich schieße ihn nochmal in den Hintern. Ja. Da hätte er reagiert. So, viele Wege, die wir jetzt nehmen können. Und ich weiß vom einen aufs andere Mal, wenn ich hier bin, nicht, wo der gute Weg ist und wo der böse Weg ist. Ich mach mal hier auf. Ich glaube, das ist nur eine Abkürzung zurück, wo wir hergekommen sind. Wo wir durchaus hingehen könnten. Weil da durchaus... was ist? Eine Tür, die wir aufkurbeln könnten. Oh, noch eine Granate. Mann, hier wird man aber mit Granaten überschüttet. Und hier ein Zombie aus dem Wasser? Nee. Jetzt gehe ich aber erst mal da lang. Weil ich nicht mehr weiß, wo wir lang gehen müssen. Ich weiß es wirklich. Oh, die Passage. Ah. Da, die Stelle hasse ich. Aber zum Glück haben wir zu viel Granaten im Inventar. Die dürften uns hier ganz schön helfen. Trotzdem hasse ich diese Stelle. Das Chi-Nest. Warum versammeln die sich alle hier? Es ist komisch. Es gibt auch die Theorien, dass hier einfach der Chi-Virus quasi ausgetreten ist. Und diese ganzen Wucherungen einfach nur so random organisches Material aus der Kanalisation ist. Das einfach wild mutiert ist. Und hier, weiß ich nicht, fühlen sich dann die Baby-Chis irgendwie angezogen oder so. Die wohnen hier gerne, die fühlen sich hier wohl zwischen den ganzen anderen Mutationen oder so. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Gehen wir erstmal hier lang. Ist hier die Abkürzung? Na, hier ist gar nichts. Na gut. Motten! Die Motten haben es doch ins Remake geschafft. Naja. Mehr oder weniger. They tried. Schon schade. Ich erwarte von einem guten Remake eigentlich schon eher noch einen neuen Gegner irgendwo und nicht weniger Gegner, ehrlich gesagt. Gott wird dir hier nicht helfen. So, ich rüst mal gleich eine Granate aus, weil wir werden die leider brauchen hier alle. Ich komme nämlich nie an denen vorbei. Ich mache, glaube ich, irgendwas falsch oder so. Ja, das hat funktioniert. Was? Hier ist noch ein normaler Zombie. Das ist ja gemein. Wow, das hat so gut funktioniert, dass ich es fast scheiße finde, weil unser Inventar jetzt total voll ist. Ich hätte gehofft, dass wir ein bisschen was verbrauchen von dem, was wir da haben. Verdammt, das bringt mir jetzt ganz schön meine Ressourcenmanagementpläne durcheinander. Mist, ich brauche mindestens, ich brauche 4 freie Plätze oder so. Was? Hallo? Ach shit, was machen wir denn jetzt? Was macht denn hier so Zischgeräusche? Sind das die Cheese, die ich durch die Tür noch höre, oder?
Mann, jetzt ehrlich, das ist echt schlecht. Ich kann die Heilung hier benutzen. Aber sonst. Ich kann mir, wisst ihr was, ich kann mir den Rückweg ein bisschen erleichtern, indem wir einfach ein paar Cheese killen. Cheese. Käse. So. Und den Zombie, der muss sowieso weg, glaube ich. Oh Gott. Ja, eben. Oh Mann, oh Mann. Hast du mich jetzt erschrocken und fast getötet? Alles gleichzeitig. Okay, ein Problem weniger. Ich kann endlich ein Heilmittel benutzen und wieder gesund sein. Mann, hat der mich erschrocken. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass der jetzt hier vor der Tür steht. Absolut nicht. Die Cheese sind leider nicht da. Ja, dann müssen wir jetzt einfach irgendwie leider Inventar verschwenden oder so, weil ich gehe den Weg nicht nochmal. Wir nehmen jetzt alles mit hier. Es hilft nichts. Es hilft nichts. Na, super. Rotes Kraut. Na, super. Was machen wir denn jetzt? Ich kann nichts liegen lassen. Ich will nichts liegen lassen. Besser gesagt. Und ich will auf keinen Fall die Elektrowaffe liegen lassen. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht mal genau, wie die funktioniert. Habe ich nie so ganz überrissen. Irgendwie muss man, glaube ich, draufbleiben, damit die richtig Schaden macht oder so. Aber darum geht's ja nicht. Es ist einfach auch, ne, für den Notfall. Hallo? Wo ist denn der gerade runtergefallen? Und ich befürchte, die Waffe braucht, glaube ich, zwei Inventarplätze, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, gleich zwei von euch? Damit habe ich nicht gerechnet. Ich glaube, der ist tot. Ja. Das war komisch. Der lebt auch noch. Okay, jetzt ist er tot. Ah, 7 Schuss zu viel. Oh, nein! Oh, ich dachte, du bist tot, du Arsch. Na super, das war eine verschwendete Granate. So kann man auch Inventarplatz schaffen. Finde ich, würde ich sagen. Aber warte mal, ich glaube, da oben hätte eine Schachfigur sein sollen, die ich vergessen habe, vor lauter Zombie-Jagen oder so, kann das sein? Ah, hier. So. Ach Quatsch, das ist ein Königsstecker. Ich brauche den König wieder. Nee, warte mal. Was? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Das ist ein Königinnenstecker. Genau. Und hier haben wir den Königsstecker. Ich hätte wirklich gedacht, ich habe mein Inventar genug aufgeräumt. Ich habe doch getan, was ich konnte. Moment, wie komme ich da gleich nochmal dran? Ich glaube, das stimmt schon so ungefähr. Oder? Ich muss mir nochmal anschauen, wie da der Weg ist. Ich weiß es nicht mehr. Ah, und hier bräuchte ich den König. Dann hätte ich mir das vorher einfach holen können. Ich dachte, man muss da irgendwie so ein kleines Rätsel machen, damit man das holen kann. Aber ich schätze mal, das Rätsel muss man dann machen, damit man beide mitnehmen kann. Ich war nur quasi chronologisch falsch gewickelt. Ich habe es verkehrt rum gemacht. Ich dachte, ich muss erst das hier machen, um an die Waffe zu kommen. Aber das muss ich machen, um zu gehen. Erfolgreich. Um das Gebiet erfolgreich zu verlassen. Thank you.
So. Hier noch ein... Nein. Ach, warum? Warum brauchst du zwei Inventarplätze? Du hinterhältiges Gerät. Warum ich die Tür hier überhaupt aufschließen kann, verstehe ich nicht ganz, weil ich kann den Weg eh nicht nehmen. So, jetzt müssen wir uns echt entscheiden. Ich tendiere zu 7-Schuss-Maschinengewehr leider. Ich befürchte, die lasse ich hier. I will remember you. Tut mir im Herzen weh. Die 7-Schuss hätten so viele Zombies unglücklich machen können. So, und jetzt müssen wir das Spielchen hier noch machen. Hier einmal die Dame einsetzen. Hier den König. Dann nehmen wir die Dame wieder raus. Und dann kann ich den König wieder rausnehmen. Jetzt werden wir versuchen, genauso smooth und unbeschadet wieder rauszukommen, wie wir reingekommen sind. Ich kann das rote und das blaue Kraut einfach nicht mehr mitnehmen. Es muss hier bleiben. Es tut mir leid, rotes und blaues Kraut. Es tut mir so leid. Oh, shit. Ich glaube, hier wartet jetzt noch eine Überraschung auf mich, oder? Ich habe auch eine Überraschung für ihn. Ist nur gut. So, das war Cheatopia. Hätten wir das auch hinter uns gebracht. Ah. Wenn ich da hingucke und das rote Licht sehe, dann muss ich an das rote Kraut denken, das da hinten noch steht. Und die 7-Schuss-Maschinengewehrmunition, die es nicht geschafft haben. I will miss you. So, jetzt rüste ich aber die Blendgranate aus für den nächsten Chi, der mich packt. Nein, hier ist Schießpulver. Ah! Da wird man doch wahnsinnig. Okay, das war keine Absicht. Ich lasse mich hier nicht absichtlich packen oder so. Aber ich nehme jetzt absichtlich das Schießpulver mit. Ich hoffe, dass der lang genug betäubt ist, damit ich durchkomme. Danke. So, kurbeln. So viel Loot und so wenig Inventar. Es ist schon gemein. Nein, verbrauch nicht die ganze Munition jetzt. Das gibt's nicht. Jetzt ist er aber hoffentlich wirklich tot, weil sonst haben wir echt ein Problem. Ne? Hä? Okay, gut. Hat unsere letzte MG-Munition verbraucht. Aber das ist okay. Nehmen wir einen Film. Nehmen wir Munition. Aber hier kann ich zurückkommen. Das holen wir uns. Ah, das holen wir uns jetzt. Ach, Gott sei Dank. Ein Inventar-Upgrade. Immerhin.
Ich glaube, ich verstehe die Waffe immer noch nicht so ganz, aber okay. Ich würde sagen, sie funktioniert. Wobei ich mir jetzt natürlich nicht sicher sein kann, ob die wirklich tot sind. Aber so ist es manchmal. Mann, du hast jetzt schon 2 Ladungen abbekommen. Jetzt reicht's aber. Immer nur haben wollen und nie was zurückgeben, diese Zombies. Typisch. Na gut, eine kriegst du noch. Und dann ist Schluss. Aber ich glaube, das hat den schon gekillt. Trotzdem kriegt er natürlich das Maximum. Wahrscheinlich verschwende ich hier voll die High-Quality-Munition. Aber hilft dir nichts. Moment mal. Ach ja, genau. Ich wollte gerade sagen, haben wir den Schlüssel nicht? Die Antwort ist ja. Hier ist er. So. Meine Damen und Herren, damit beende ich für heute die heutige Folge. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und morgen machen wir hier noch ein bisschen weiter. Übermorgen. Also beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.